Die letzten Tage waren Bösemann und Farid Bang ziemlich oft in den Schlagzeilen. Und ab Donnerstag könnte all das weiter eskalieren. Seit dem Diss von Farid Bang ist die Lage zwischen den beiden extrem angespannt. Die Mutterlines im Diss-Track bringen das Fass zum Überlaufen. Bösemann kündigt einen Diss an, aber auch ein persönliches Gespräch ist unausweichlich. Nun stand er vor der Villa von Farid und später stand da plötzlich auch die Polizei. Im Netz diskutieren alle, wer jetzt die Polizei gerufen hat und ob Farid doch nicht zu Hause war. Bald erfahren wir mehr darüber. Jetzt aber gibt es erst einmal den Diss von Bösemann. Denn ein Musikvideo wurde zum Song gedreht und es scheint so, als erwartet uns ein Release diesen Donnerstag. Dann kann die Community abstimmen, welchen Diss sie mehr feiern. Es wird erwartet, dass Bösemann neue Infos droppt, passend zum Vorwurf, der Farid Bang belastet. Eine passende Antwort von dem Banger wurde noch nicht angekündigt. Allerdings kann es trotzdem sein, dass uns bald weitere Diss-Tracks erwarten. Zum Beispiel gegen Ali Osman oder auch andere Personen, die diese Vergangenheit von Farid exposen wollen. Ich bleib natürlich vor euch an der Sache dran und berichte, sobald es eskaliert.